Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Undertale. Und ihr mögt euch vielleicht wundern, warum ich jetzt hier nicht bei Muffet stehe. Ich habe die Kommentare gelesen, die ihr mir unter der 13. Episode geschrieben habt, weil das hier kommt, nehme ich auf, nachdem die 13. Folge online kam. Und zwar habt ihr mir vorgeschlagen, ich könnte ja hier eventuell mal versuchen, einen Regenschirm zu nutzen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wir versuchen es mal. Wenn nicht, dann schneide ich den Weg natürlich wieder. Und wir sehen uns dann wieder bei Muffet. Aber wir probieren es erstmal. Vielleicht ist das ja tatsächlich des Rätsels Lösung. Den Regenschirm auf der Statue platzieren? Ja, das geht tatsächlich. Du platzierst den Schirm über der Statue. Im Innern der Statue fängt eine Spieluhr an zu spielen. Die Musik fährt fort und hört nicht auf. Ich weiß jetzt. Oh mein Gott. Das kann ich mir nicht merken. Halt, ich muss mir das aufschreiben. Ich muss mir das irgendwo notieren. Sekunde. Es kann sich nur um Jahre handeln. Ich muss hier erstmal einen Zettel finden. Hoch. Rechts. Runter. Und. Das. Runter. Runter und nach rechts. Sind die das jetzt alle? Aber da fehlt noch einer, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind's. Okay. Da haben wir den Tipp nämlich. Den ich brauchte. Der Tipp war nämlich völlig richtig. Ich kam bloß nicht auf die Idee. Es war jetzt hier 8 Noten, ne? Ich habe aber 7. Ersten 8 Noten. Ja, ich habe aber nur 7. Na, mal gucken. Hier steht ein Piano. Spielen? Ja, bitte. Also. Ich habe aber jetzt nur 7 gespielt, aber es war richtig offensichtlich. Was haben wir hier? Steht da dran? Nichts? Es ist ein legendäres Artefakt. Mitnehmen? Ja. Du trägst zu viele Hunde. Was? Wie Hunde? Hä? Moment. Item? Nerviger Hund? Info. Nerviger Hund. Hund. Ein kleiner weißer Hund. Er schläft tief und fest. What? Benutzen? Du platzierst den Hund. Der Hund absorbiert das Artefakt? Steckt er sich das jetzt in die Arschbacken oder was? What the heck? Das Artefakt ist verschwunden. Ja, das hab ich gesehen. Hundereste? Wie Hundereste? Glänzende Spur, zurückgelassen von einem Hund. Hat er mir jetzt ins Inventar geschissen, oder ist das... Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Die werde ich mal... Nee, warte mal, Handy. Dimensionsbox. Ist voll mit Hundehaaren? Wie bitte? Packen wir die mal in Müll. Weggeworfen, dankeschön. Kann ich jetzt irgendwie... Ich komme jetzt nicht mal an meine Items ran? Na super. Aber okay, vielen Dank auch an euch beide, die ihr das geschrieben habt. Ich wäre da alleine irgendwie nicht drauf gekommen, keine Ahnung wieso. Und wir sehen uns gleich wieder bei Muffet. Und bei dieser mega geilen Musik bin ich auch wieder zurück, direkt hier am Speicherpunkt, der uns vor Muffet erwartet. Und genau zu jener werten Spinne werden wir nun zurückkehren. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Mal gucken, ob wir jetzt eine Chance haben gegen sie. Ich glaube es irgendwie fast nicht.
Ich mag Spinnen immer noch. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte und wie lang das dann hier alles wird. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch wieder eine ganze Weile nicht gespielt, deswegen. Worin wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier. Wieder faile ohne Ende. Aber die Musik ist cool. So, lila steht dir besser, ja. Runde 1. Und mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Runde 2. Wie viele Runden hat das hier? Runde 3. Ich weiß noch nicht, ob ich mitzählen sollte oder ob ich mich deprimieren möchte, dass ich irgendwie 2 Runden durchgehalten habe und dann nach 3 irgendwie tot bin. 5. Das wird jetzt wieder ganz schlimm. Dieses Vieh, das mich von unten immer anknabbern will. Das hier geht ja noch. Aber das Vieh. Ganz schrecklich. Oh, mein Gott. Nein, oh shitness. Es wird halt immer schneller irgendwie, logischerweise. Also mal gucken, wann ich das letzte Mal, wann ich das nächste. Wow. Mal irgendwie hier mit. Was? Ach, das müssen Hörnchen oder sowas. Oder Croissants oder sowas. Ich das nächste Mal anfange, mich zu heilen. Vielleicht sollte ich es jetzt einmal tun. Was esse ich denn einmal? Astronahrung? Oder was kann ich bei Tat machen? Zahlen? Was bringt mir das, wenn ich was bezahle? Na, was sagen wir mal 10? Verringert ihren Angriff? Wie, sie verringert ihren Angriff? Was möchte sie mir damit jetzt mitteilen? Ich hätte mich vielleicht doch lieber heilen sollen. Oh. Bin mir unschlüssig, ehrlich gesagt. Wow, shit. Kacke, 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 kacke. Bitte. Oh. Ich nehme jetzt lieber einmal was. Komplett geheilt, danke. Scheiße, zu früh. Trottel ich. Hast du es nicht gehört? Spinnen waren immer eine. Kacke. Mal sehen. Das geht noch alles hier. Das ist noch völlig im Rahmen. Das könnte auch noch klappen. Oh mein Gott. Aber dadurch, dass ich meine HP jede Runde irgendwie so ein bisschen heilen. Oh Gott. Oh Gott, wie dumm.
Ich muss mich heilen. Nimm mal so ein Ding. Komplett geheilt, dankeschön. Scheiße. Shit, 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 shit. Und jetzt kommt noch das Vieh. Oh mein Gott. Ich sterbe jetzt hier eh wieder. Oder? Wow! Nee. Du lebst noch? Oh, mein Haustier. Scheint, als wäre es Zeit für den Nachtisch. Ein Telegramm von den Spinnen in den Ruinen. Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und... Du hast geholfen, indem du für ihren Zweck gespendet hast. Oh nein. Das alles war ein großes Missverständnis. Ich dachte, du wärst jemand, der Spinnen hasst. Die Person, die nach der Seele gefragt hat. Sie muss eine andere Person in einem gestreiften Hemd gemeint haben. Entschuldige bitte all das. Oh, 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 oh. Ich mache es wieder gut. Du kannst hierher zurückkommen, wann immer du willst. Ohne Gebühr. Ich wiegte dich wieder ein und lasse dich mit meinem Haustier spielen. Ich scherze nur. Ich werde dich verschonen. Danke, Muffet. Holy fuck. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich, Liebling. Liebling? Kann ich hinterher zumindest speichern? Wieder, oder? Ich gehe lieber immer zurück und speichere da. Hey, Muffet. Da bist du ja, Liebling. Du bist in meiner Stube immer willkommen. Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Ich möchte aber einmal speichern. Das war aber ein ziemlich intensiver Kampf, muss ich sagen. Und Gott sei Dank hat es jetzt geklappt. Im zweiten Versuch. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Speichern. Wie sieht's denn jetzt in meinen Items aus? Ich hab nicht mehr viel, ne? Kirschenkrabbenapfel. Und die Dimensionsboxen? Ah, kann ich jetzt. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch endlich mal den wieder zurücknehmen, oder? Weil damit hätte ich sonst wahrscheinlich Muffet übersprungen. Zumindest habt ihr mir sowas in der Art mal mitgeteilt. Huch, Quatsch. Zurück. Dimensionsbox B, gibt's da noch irgendwas? Hotdog? Ja, wenn ich irgendwas zum Heilen habe, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Wir speichern das jetzt nochmal und werden dann voranschreiten. Diese überaus geilen Musik. Aber jemand anders in einem gestreiften Shirt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwie ein Hinweis sein soll. Haben wir irgendwie sowas wie einen Doppelgänger? Gibt's ja ganz oft in irgendwelchen LPGs. Es ist ein Poster von Metatons kommendem Auftritt. Die tragische Geschichte zweier Liebender, die vom Schicksal getrennt werden. Scheint, als würde der Auftritt gleich beginnen. Achso, ich dachte, da kommt jetzt vielleicht noch ein Zusatztext oder so, aber nein, dem ist nicht so. Ha, würde der Auftritt gleich beginnen. Hier. Oh, dieser Mensch. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich komme nicht drauf klar, was ist das? Meine einzig wahre Liebe. Im Kleid. Ach, wie romantisch. Schnüff. Oh, meine Liebe. Bitte renne weg. Was? Ich soll wegrennen? Oh, mein Lieb. Lauf fort. Sei still. Ich würde ja gern, aber... Der König dich hier nicht will. Ich kann nicht mit dir sprechen, oder? Nee. Menschen sollen leben im Licht. Sie bringen dich ins Verlies. Das wird blöd. Und dann stirbst du so oft.
Wie traurig. Du wirst sterben. Heul, heul, heul. Traurig, dass es passiert. So traurig. Es ist so traurig, dass du in den Dungeon gehst. Also, lebe wohl. Ey. Oh nein, was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so bösartig ist, dass mein Geliebter sicher umkommen wird. O Herr, stehe ihm bei dem fürchterlichen farbigen Kachellabyrinth. Jede farbige Kachel hat ihre eigene fürchterliche Funktion. Zum Beispiel bedeutet eine grüne, aktivierte Kachel, dass Monster bekämpft werden müssen. Rote Kacheln, nun warte eine Sekunde. Haben wir das Rätsel nicht schon vor ungefähr 100 Räumen gesehen? Es stimmt, du erinnerst dich doch noch an alle Regeln, oder? Großartig, dann will ich deine Zeit nicht mit Wiederholungen verschwenden. Oh, und du beeilst dich besser. Falls du es nämlich nicht in 30 Sekunden schaffen solltest. Willst du von den Flammen eingeäschert werden? Ahahaha, mein armer Liebster, ich bin so voller Kummer, ich kann nicht aufhören zu lachen. Viel Glück, Schnucki. What? Das geht doch gar nicht. Oh, es tut mir so leid. Sieht so aus, als hättest du keine Zeit mehr. Da kommen die Flammen, Schnucki. Sie kommen näher. Noch näher. Oh nein. Gleich ist es soweit. Mechanische Süßchen. Pass auf, ich werde dich retten. Ich hacke mich jetzt in die Firewall. Oh nein, wie konnte das passieren? Erneut ein vereitelter Plan durch die geniale Dr. Alphys. Da. Das ist richtig. Komm schon, Metaton. Gib endlich auf. Du wirst uns nie besiegen können. Solange wir zusammenarbeiten. Dein Rätsel ist vorbei. Nun gehe nach Hause und lass uns in Ruhe. Rätsel vorbei? Alphys, Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grünen Kacheln stehen? Sie machen ein Geräusch, dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Brüllen. Du schreist. Nichts passiert, schade. Das ist es, Schnucki. Sage adieu. Das ist das dein Handy? Du gehst besser dran. Hey, das sieht übel aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf dem Handy installierte. Siehst du diesen gelben Knopf? Geh in das Datenmenü und drücke den Knopf. Du drückst den gelben Knopf? Das Handy reagiert auf Metatons Präsenz, okay. Das ist es, Schnucki. What? Geil. Wie cool ist das denn? Oh, du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du bist viel zu stark, etc. Wie auch immer. Sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Alles dank dir natürlich. Was? Oh nein, ich meine, du warst derjenige, der alles gemacht hat. Ich habe nur ein paar blöde Programme für dein Handy programmiert.
Hey, das mag sich seltsam anhören, aber... kann ich dich etwas fragen? Bevor ich dich traf, habe ich mich, nicht wirklich besonders gemocht. Ich habe mich lange wie eine totale Versagerin gefühlt. Als könnte ich nichts auf die Reihe kriegen, ohne jemanden zu vernachlässigen. Aber dich zu leiten hat mich, naja, wieder besser fühlen lassen. Also danke, dass du mich helfen hast lassen. wie auch immer, wir sind fast im Chor. Er kommt gleich nach der MTT-Zuflucht. Komm schon, bringen wir es zu Ende. Sie mochte sich vorher nicht. Es tut mir echt irgendwie fast schon leid, das zu hören, muss ich sagen, weil ich sie so super sympathisch finde. Gibt's hier irgendwo einen Punkt zum Speichern? Hey, du bist es wieder. Das Geschäft läuft klasse. Diese beiden Leute haben all meine Eiscreme gekauft. Ich bin komplett ausverkauft. Entschuldige. Warte, ich habe noch etwas für dich. Ein großes Lächeln. Wie hört sich das an? Danke. Ach, das ist dieser Weg. Mit den beiden da haben wir ja auch schon mal das Vergnügen gehabt. Wer bist du? Hi, hey, erinnerst du dich an meinen Namen? Ja. Was? Du erinnerst dich? Wie konnte ich so einfach besiegt werden? Der Blick, Alter, ist schon ein bisschen verstörend, oder? Ich erinnere mich daran, dass du dich erinnert hast. Dieses Gesicht, ja, das mache ich auch öfter mal. Besonders morgens, wenn ich aufstehe und in den Spiegel gucke und denk, oh, fuck. Oh, hey. Wir verschieben die Sache mit dem Töten auf ein anderes Mal. Aber sage und diene nichts und so, ja? Er sieht glücklich aus. Ah, ist ja knuffelig. Gibt's hier was zum Speichern, bitte? Da ist Sans. Hey. In der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Was ist hier so los? Es ist nur eine gewöhnliche Wand. Okay. Sieht aber geil aus, muss ich sagen. Hi, Sans. Hey, ich habe gehört, du besuchst den Chor. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Na klar! Wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Versorgen? Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch, manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Ist er traurig jetzt? Sieht fast so aus. Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann im Snowdenwald, richtig? Ich halte Ausschau nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages haue ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe auf die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich von der anderen Seite der Tür höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer! Feuerwehr? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der schlecht. Wo brennt es? Dann bricht sie in Gelächter aus. Als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht weiterhin. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend Witzen, klopft sie an die Tür. Klopp, klopp. Ich sage, wer ist da? Disco! Disco wer? Disconnected! Wow, ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig für Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launisch. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen und das tat ich.
Und dann wieder und wieder. Es hat jetzt System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Süß. Passt irgendwie aber auch zu ihm. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, kannst du mir bitte, bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel. Du wärst zu dem Zeitpunkt bereits tot. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mache nur Witze. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Hey. Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Das war wirklich eine schöne Sache gerade, muss ich sagen. Könnte es womöglich Toriel gewesen sein? Ein Aufgebot an, was, Benjamini? Was ist denn Benjamini? Sind das Pflanzen? Es ist eine Ruhmeswand voller Zitate und Fotos besuchender Promis. Für das Essen sterbe ich, hinreißender Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll. What? Das ist alles vom Metator. Ach, alles klar. Wer bist du denn unten? Siehst aus wie so ein Urmensch, ey. Eine Fernsehsendung mit Metaton. Eine Top-Pflanze. Mit dem rede ich jetzt noch nicht. Nicht, dass ich das hinterher bereue. Okay, what the f... Bist du nicht Snowdrake? Auftrittsplan, Comedians, Tänzer, Sounds. Im Moment ist eine Pause. Hätte sein können, dass es eine andere ist? Früher haben wir Labyrinth und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Du kannst keine 2 Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätseln zu stecken. Okay, ich dachte, er sagt vielleicht noch was Neues. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Aber auch eine schöne Musik hier, muss ich sagen. Da geht's auch mal weiter, okay. Ich arbeite im Chor. Das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Ich bin hier der Comedian. Ich bin sehr witzig. Die Leute lachen über meine Witze. Aber mein Sohn, er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze, sie sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze. Er beschämt unsere Familie. Ha, das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Das ist nicht witzig. Das ist eine traurige Geschichte, ehrlich gesagt. Macht mich ein bisschen betroffen so. Und wer bist du? Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bin ich nur dabei, Tau von diesem Benjamini zu essen. Mein Beileid? Oder so? Muss man hier denn zwangsweise reserviert haben? Ich meine, Zahns war doch gerade auch relativ spontan, oder liegt das daran, dass er hier zum Ensemble gehört? Ich vermag es nicht zu sagen. Was ist das? Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen ihren Stuhl, ihr Silberbesteck, ihr Essen, ihr... Ich dachte, dieses Buch ist was anderes als dieses...
Soll das hier die Empfangsdame sein? Oder so? Was ist das hier, ey? Die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel erfüllt dich mit Entschlossenheit. Hotelempfang. Willkommen in der MTT-Zuflucht, Hotlands größtes zimmerbauendes Hotel. Selbst wenn Sie nur eine Nacht bleiben, garantiert die MTT-Zuflucht gute Erholung. Sie gehen nur durch? Toll, die MTT-Zuflucht ist bekannt, dass Leute hier durchgehen. Okay, ist Topfpflanze auch wieder nur. Was sind das hier für komische... Holy fuck, wo bin ich hier gelandet, ey, mal ehrlich jetzt. Das ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Aber ich würde mal sagen, wir gucken uns hier in diesem Hotel in der nächsten Folge etwas genauer um. Und wenn ihr wissen wollt, wie das hier so sein wird, dann schaut auch da wieder rein. Bis dahin. Tschüss.